spannend heutzutage. Als Frau ist man immer so ein bisschen die Frage, wie soll man sich kleiden? Auf der einen Seite möchte man natürlich individuell sein, man möchte sich nicht verkleiden. Ich glaube, dann wirkt man auch einfach überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist man vielleicht auch gewissen Konventionen unterworfen. Auf Arbeit oder weil man vielleicht nicht so sexy wirken möchte. Das ist immer eine ganz schwierige Frage. Und damit wollen wir uns einfach heute Abend beschäftigen, zu gucken, wie man als Frau sozusagen selber individuell bleiben kann, wie man seinen Typ unterstreichen kann, aber wie man vielleicht auch mit bestimmten Modelinien oder mit bestimmten Kleidungsstücken auch eine Wirkung erzielen kann. Ich finde es toll, dass die Naumann Stiftung jetzt diese Veranstaltung zum Thema macht, so Feminismus auch ein bisschen neu zu definieren. Ja? Dass man sagt, als Frau ist man heutzutage nicht immer nur Feministin in lila Latzhosen, sondern auch, dass man die Freiheit hat zu sagen, wir haben die Wahlfreiheit, wir haben die Möglichkeiten, die uns einfach auch erkämpft wurden, was die Elternzeit angeht, was die gleiche Bezahlung angeht und so vieles mehr, dass man das einfach auch mehr bespricht. Und man merkt einfach, dass in der liberalen Familie das Thema auch wirklich, wirklich gut ankommt. Das mag auf den ersten Blick überraschend wirken, aber ich glaube nicht, dass das ein Gegensatz ist, wenn man sozusagen für die Freiheit von Mann und Frau kämpft, weil Gleichberechtigung ist auch immer ein Thema beider Geschlechter.